Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und elementarer Bestandteil unserer Ausbildung. Zum Beispiel, wenn wir die Anfrage zum Coaching bekommen, sind das in der Regel die Eltern. Das heißt nicht, dass hocherfreute Kinder jetzt zum Coaching kommen und sagen, ja, ich will ein Coaching, ich will ein Coaching, sondern häufig Kinder, die gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt da? Und da fängt es schon an. Erwachsene wollen Coaching, wissen, was Coaching ist und gehen in die Richtung. Kinder wissen oft gar nicht, was sie erwartet. Und wenn wir den Kindern erklären können, was Coaching ist und was es für die Kinder bedeutet, so dass die Kinder es nehmen können und verstehen können, dass es total Sinn macht für sie selber, dann kommen wir auch ganz schnell dahin, dass die Kinder Lust drauf haben, dass die Kinder das machen wollen und dann die Coaching-Reise an sich beginnen kann. Das zum Coaching selber. Inhaltlich ist es so, dass es gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ganz viele Facetten und Unterschiede gibt, wo wir im Coaching darauf achten müssen. Also es geht nicht einfach, die Erwachsenenmethoden umzumünzen jetzt machen es die Kinder und dann funktioniert das, prima, sondern es gibt Kniffe, Dinge, auf die ich wirklich, wirklich, wirklich achten muss, die anders sind und die zeigen wir ihnen. Wir möchten ihnen die zeigen im Seminar, wir gehen darauf ein, wir machen sogar Rollenspiele, erwachsenen Kinder, dass ich ein Gespür dafür bekomme, worauf es bei der Kinder- und Jugendcoaching-Arbeit ankommt. Wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich bei uns, schauen Sie sich auf der Website um oder bewerben Sie sich auf eine der kommenden Ausbildungen. Ich freue mich, wenn ich Sie vielleicht dann bald sogar persönlich kennenlerne. Vielen Dank.